So, heute wenden wir uns einem besonders schweren Thema zu, nämlich der Geschichte des Theaters, vom klassischen bis zum postmodernen Theater. Da tauchen dann so Leute auf wie Aristoteles, Lessing, Brecht, Dürrenmatt, aber auch einige andere. Weil das ein Maxi-Thema ist, müssen wir hier eine kleine Entschuldigung oder zumindest eine Erklärung voranstellen. Wir sind halt nun mal der Meinung, ne, Anfang von Erkenntnis und Verständnis ist immer, dass man erstmal Fragen hat und dann erste Antworten gibt. Die müssen dann später korrigiert, differenziert, also unterteilt werden und auch natürlich erweitert. Und so ist man eben, ne? Hier steht man vor einem riesigen Gebirge und jetzt geht es darum, einen ersten Überblick zu verschaffen und später kann man sich dann mit Details beschäftigen. Hier der Hinweis auf ein Video, was wir zu einem Teilthema, nämlich Brechts epischem Theater, schon gemacht haben. Da gibt es ein Video. Alles das findet man in der Information zum Video. Darauf gehen wir später noch ein. So, jetzt kommt also erstmal der Hammer. Keine Sorge, das muss hier keiner lesen. Wir wollen nur einfach mal zeigen, wie der Gesamtüberblick ist, ne? Hier unten von den alten Griechen bis heute zum postmodernen Theater. Wir haben das jetzt in einzelne Stationen aufgeteilt, aber jeweils immer diese Gesamtübersicht oben mit reinkopiert, dass man ungefähr weiß, wo man überhaupt ist. Und das sollten wir natürlich gleich dann auch markieren können. So, dann das war überhaupt nichts. Jetzt gehen wir mal hier, vielleicht glaube ich, so genau so irgendwie. Kriegen wir den noch weg jetzt? Ja, wir haben es geschafft. Ja, Technik ist so eine Sache. So, wir beginnen also jetzt hier mit dem ersten Teil, nämlich den alten Griechen. Hier oben haben wir diese Gesamtübersicht. Das heißt also auf gut Deutsch, ich versuche das jetzt mal hier. Jetzt sind wir also hier in dem Bereich. Fast immer bei der Geschichte des Theaters taucht dieser griechische Philosoph und Naturforscher Aristoteles auf. Der hat so etwa vor 350 vor Christus gelebt, war ein Zeitgenosse Alexanders des Großen und er war ein Schüler von einem gewissen Platon. Und dieser Platon, der hatte diesen unglaublichen Satz geprägt: Dichter lügen eigentlich. Dichter und damit auch Theaterdichter und so weiter. Gemeint war damit nicht, dass das böse Menschen sind, sondern ihm ging es als Philosophen um Wahrheit, Verbesserung der Gesellschaft. Er war jemand, der vor allen Dingen Ideen in den Vordergrund stellte, ein sehr ernsthafter Mensch, der mit kreativen Dingen und so weiter nicht so viel anfangen konnte. Und darum hat er einfach gesagt, die Dichter tragen nichts dazu bei, wir Philosophen müssten eigentlich den Staat regieren. Und Aristoteles war nun in der Situation, dass er sich verteidigen musste und wollte gegen den Platon. Und da hat er eben diese Theorie entwickelt, die bis heute eine große Rolle eben spielt, wenn es um Theater geht. Er sagt, ja, richtig, die Dichtung und besonders die Tragödie, das Trauerspiel, was damals sehr wichtig war, ist zwar eine Fiktion, ist ausgedacht, aber sie hat auch eine moralische Wirkung, das heißt also auf gut Deutsch, auch das Theater trägt etwas bei, nicht nur die Philosophen. Eine entscheidende Rolle dabei spielt gerade eben die Illusion. Das heißt, ausgedacht, wir werden später bei Brecht sehen, dass er das ganz anders macht, aber Aristoteles sagt, auf der Bühne muss das so sein, dass man da gewissermaßen sich im Spiel befindet. Man zittert mit den Leuten dort mit, die auf der Bühne spielen, mit den Figuren. Und dann ergibt sich dabei eine innere Erschütterung. Irgendwann, vor allen Dingen, wenn der Held dann tief stürzt, dazu kommen wir gleich noch. Und so eine Reinigung der Leidenschaft. Man wird ein besserer, ein edlerer Mensch. Und das geschieht vor allen Dingen durch die sogenannten drei Einheiten. Das heißt, Aristoteles war damals noch der Meinung, klar, es muss eine einheitliche, klare Handlung geben. Wir werden später beim postmodernen Theater dann sehen, dass das weitgehend aufgehoben wird, also eine klare Handlung. Aber dann noch zwei Dinge, die wir uns heute nicht mehr so vorstellen können. Ja, die Tragödie muss eigentlich an einem Ort spielen und in einer Zeiteinheit, und damit war so etwa ein Tag gemeint, von Sonnenaufgang bis Untergang, denn er sagte, nur dann fallen die Zuschauer nicht aus der Illusion raus. Wir haben da heute keine Probleme, auf der Bühne ganz verschiedene
Orte präsentiert zu bekommen, je nachdem, ne, wie der Vorhang dann gefallen ist und was neu aufgebaut worden ist an Kulissen. Das konnte Aristoteles sich noch nicht vorstellen und darum hat er hier eine strenge Forderung aufgestellt dieser drei Einheiten. Und dazu kommt noch Fallhöhe. Das heißt, er sagte, um diese große moralische Wirkung zu erreichen, müssen wir einen Helden sehen, der erst hochsteigt und dann tief fällt. Und je mehr er fällt, desto größer ist die Erschütterung natürlich auch des Zuschauers. Das ist also im Wesentlichen hier Schritt 1. Ne? Also Aristoteles verteidigt die Tragödie gegen den Vorwurf, ach, das ist doch alles Quatsch, das bringt doch alles überhaupt nichts. Nur Philosophen haben eigentlich der Welt etwas zu sagen. Kommen wir zum nächsten Schritt. Das wäre also jetzt hier in diesem Bereich hier, da geht es also jetzt einmal darum, dass hier eine unterschiedliche Entwicklung stattfindet zwischen England und Frankreich. Ne? Wir müssen mal gucken hier, wo wir das überhaupt haben. Genau. So, da haben wir es jetzt. Das heißt also, wir befinden uns jetzt hier in diesem Bereich hier. Na, komm, so, hat geklappt. So, in England macht ein Mann namens Shakespeare, einer der berühmtesten Dichter überhaupt, macht was ganz anderes. Der achtet durchaus auch, dass da Könige und so, Richard der Dritte und jede Menge Königsnamen tauchen da auch auf. Und Macbeth, als jemand, der den Thron an sich reißt, tauchen da auf. Aber all die Geschichte mit den Einheiten und so weiter, überhaupt keine Bedeutung. Ja, ständig die Zeit, bei der Zeit wird gesprungen, Ortswechsel werden vorgenommen, sogenannte Fetzenszenen sind da, so ganz kurze Szenen und so weiter. Und vor allen Dingen, und das ist das Besondere an Shakespeare, er konzentriert sich ganz auf menschliche Schwächen, das, was zwischen den Menschen abgeht, an grausamen und schrecklichen Dingen, aber auch durchaus an Heldentum und so weiter. Das sind Dinge, die Shakespeare interessieren. Und damit ist er ja bis heute auch berühmt geworden und geblieben. Da kann man etwas über den Menschen erfahren und irgendwelche Regeln und so weiter spielen überhaupt keine große Rolle. Das war ganz anders im sogenannten Regeldrama, also 100 Jahre später. In der Zeit des Absolutismus. Dort hat sich die sogenannte französische Klassik herausgebildet. Klassik hieß hier wirklich auch, wir sind etwas ganz Besonderes, aber wir orientieren uns auch an den alten Griechen und Römern. Und wir halten genau das ein. Berühmte Dichter sind Corneille und Racine, kann man nachschauen, was sie so geschrieben haben. Und wir halten uns genau im Drama an die Regeln des Aristoteles. In Deutschland gab es einen Mann namens Gottsched, das wird gleich die Überleitung sein zu Deutschland. Der hat unter anderem auch einen sterbenden Cato geschrieben. Aha, alles klar, Tragödie ist klar. Cato, ein berühmter Mann im alten Rom, sterbend, alles klar, Tragödie, alles bestens. Aber der entscheidende Punkt nach dem französischen Modell: Deutschland hat damals sehr nach Frankreich geschielt, ne? Viele Dinge eben den Franzosen damals abgeschaut, die galten als kulturell absolut hochstehend mit ihrem Zentrum Paris. Deutschland hatte kein entsprechendes Zentrum, keine Hauptstadt, war zersplittert. Also hat man sich auch beim Theater an Frankreich orientiert. Und dieser Gottsched, der hat eine regelrechte Gebrauchsanweisung erstellt, wie denn nun eine Tragödie geschrieben werden sollte. Das können wir alles in die Dokumentation aufnehmen. Also man sieht hier, wir haben die Entfernung hier unten der Aristoteles und so weiter. Der Shakespeare entfernt sich davon und hier die Franzosen und dieser deutsche Gottsched sind da ganz nah dran an den Regeln. So, wir sind jetzt hier im Bereich, hier sind wir, muss man richtig nachgucken hier in dieser großen Übersicht. Gottsched haben wir eben schon besprochen. Und da gibt es nur einen deutschen Dichter namens Lessing, der ein bisschen sich eher an Shakespeare orientiert. Hamburgische Dramaturgie, da ist in Hamburg ein Theater damals gegründet worden, das sollte so für die ganze deutsche Nation sein. Und Dramaturgie heißt eigentlich, ich beschäftige mich mit der Theorie und Praxis. Er hat dann entsprechend Theaterstücke auch kritisiert. Und das Neue ist jetzt, hier hatten wir den Absolutismus. Hier orientiert man sich am Bürgertum und darum gibt man auch die Ständeklausel auf. Jetzt geht es nicht mehr darum, dass Generäle und Könige nur im Vordergrund stehen, sondern es sollen Menschen wie du und ich sein.
Und mehr Wert auch wird gelegt auf Gefühle, Individualität. Mitleid steht im Zentrum. Und hier merkt man natürlich dann, dass durchaus eine moralische Fähigkeit ausgebildet werden soll, aber auf eine andere Art und Weise über Mitleid und nicht über Erschütterung. Wenn wir daran denken, hier wollte Aristoteles haben über Erschütterung und jetzt über Mitleid. Und Hintergrund ist die Zeit der Empfindsamkeit. Das war eine Gegenbewegung zur Aufklärung und die hat Lessing hier genutzt. Dann haben wir Goethe hier. Ne? Eigentlich sollte hier an der Stelle auch noch Schiller eingebaut werden. Das müssen wir jetzt von Hand nachtragen. So, der hat gesagt, das Theater ist eine moralische Anstalt. Aha, da kann man Moral lernen. Das entspricht also hier natürlich dem Lessing und auch dem, was Aristoteles wollte. Und er wollte das vor allen Dingen über ästhetische Erziehung. Das heißt, indem ein Kunstwerk den Leuten vorgestellt wird, tut sich etwas bei ihnen, werden sie auch bessere Menschen, aber auf dem Weg der Ästhetik. Bei Goethe war das so, der hat hier in Tasso, das ist das Schicksal eines Dichters, ein besonders streng aufgebautes Drama geschaffen in der Weimarer Klassik, fünf Akte. Und Iphigenie auf Tauris ist ebenfalls klar aufgebaut, aber das ist überhaupt keine Tragödie, das geht am Ende gut aus. Und er hat selbst hinterher gesagt, verteufelt human. Goethe war immer jemand, der am Ende keine Tragödie haben wollte, sondern er wollte ein gutes Ende. Und so war das eben bei Iphigenie. Faust ist ja auch am Ende gerettet worden. Das war eher so der Ansatz von Goethe. So, wir kommen jetzt zur letzten Phase. Wir sind also jetzt hier im Bereich von Brecht, Dürrenmatt und dem postmodernen Theater. Bringen wir das mal wieder hier in eine vernünftige Fassung. Brecht und sein episches Theater, wir hatten schon gesagt, dazu haben wir ein eigenes Video gemacht. Der will eben keine Illusion. Also das, was immer eine Rolle vorher gespielt hat, die Illusion, denn nur so kann auch Mitleid erzeugt werden. So können die menschlichen Schwächen erzeugt werden. Man fühlt mit denen mit, wie bei Shakespeare zum Beispiel. Er möchte dagegen, dass die Menschen denken. Und das macht er über die sogenannte Verfremdung. Das heißt, es tauchen plötzlich Leute auf, die Schilder hochhalten, zum Beispiel Lieder werden eingebaut. Der Zuschauer soll immer sehen, dort spielt sich etwas ab, damit ich etwas sehe und lerne. Typisch auch die Parabel. Ne? Die Parabel hat ja gerade die Funktion, dass einem etwas erzählt wird, irgendwie fremde Welt oder so etwas, in diesem Fall in China hier beim guten Menschen von Sichuan. Und dann erkennt man etwas und dann überträgt man es am Ende auf sich selbst. Und am Ende ist ja der berühmte Satz, dass das Publikum sich selbst einen Schluss suchen soll. Das ist aber überhaupt nicht wirklich ernst gemeint. Das Stück ist so angelegt, dass man eigentlich weiß, wo das Problem ist und was man eventuell tun kann. Kapitalismus abschaffen und ähnliche Dinge. Das hängt damit zusammen, dass Brecht den Grundideen des Kommunismus verpflichtet war. Und da sind ja zwei Elemente wichtig. Der Mensch ist von Natur aus gut und man kann ihn erziehen über das Denken, nicht über Schiller, über Ästhetik, sondern über das Denken. Und am Ende dann, wie gesagt, der gute Schluss, den muss der Mensch sich so zurechtbasteln, wie Brecht ihn eigentlich im Kopf hat. Dürrenmatt, etwas später als Brecht, ist ein Vertreter des Existenzialismus. Das bedeutet, der Mensch hat nur sich selbst. Es gibt keine geordnete Welt. Die Welt ist ein Chaos. Sie wird regiert von Zufällen, die man im Drama Die Physiker sehen kann. Und Dürrenmatt wendet sich gegen die Klassik. Die hatte ja die Vorstellung vom Helden einer geordneten Welt, aber auch gegen den Kommunismus, der der Meinung war, der Mensch ist von Natur aus gut, man kann ihn zu einem guten Ziel erziehen, dann wird alles gut. Und darum hat er ja auch die Tragikomödie geschaffen. Das heißt, eigentlich ist die Welt tragisch und wir können eigentlich nur drüber lachen und vielleicht ein bisschen was dran tun, aber wir können die Welt mit Sicherheit nicht einfach retten, Probleme verdeutlichen, aber nicht lösen. Auf das postmoderne Theater gehen wir nur kurz ein. Dazu haben wir auch einen eigenen Beitrag gemacht, den wir entsprechend verlinken. Da gibt es überhaupt keine erzählte Geschichte mehr. Erzählt natürlich mit Einschränkungen hier, natürlich eine Konfliktgeschichte, wie sie Aristoteles ja in der Handlung
verlangt hat. Es gibt auch keine vorgefertigten Figuren, die sich entwickeln im Sinne der Klassik, ne, zu besseren Menschen werden oder hier bei Brecht dann zu einem einsichtigen Menschen. Es gibt keine lineare Zeitfolge und der Mensch ist letztlich geprägt von Handlungs- und Sinnverlust. Er kann nicht handeln, es gibt keinen Sinn und er ist bestimmt von Ohnmacht und eben von irgendwelchen fremden Kräften. Das entspricht zum Teil durchaus denen, nur dass Dürrenmatt sich eben in den Physikern noch um eine Handlung bemüht und diese Dinge werden aufgegeben. Hauptsache, es findet etwas auf der Bühne statt. So sollten wir es vielleicht lieber einstellen. Es wird den Menschen gezeigt, wie die Dinge sind, aber das war es dann auch. So, wir haben am Ende nochmal jetzt hier das Ganze, ne? Nochmal ganz kurz, auch ein bisschen zur Wiederholung, ne? Wir haben hier also Aristoteles. So ist also eine Art Vater des klassischen Theaters. Das ist gegangen im Prinzip hier, also von Aristoteles bis hierhin, ne? Hat sich das durchgehalten. Hier besonders stark, machen wir es mal ein bisschen extrem jetzt hier, so, während Shakespeare fällt da raus. Shakespeare geht einen ganz anderen Weg, dem sind die Regeln alle völlig egal. Der will nur etwas auf die Bühne bringen, was die Menschen mitreißt, ihnen zeigt, was im menschlichen Leben alles möglich ist. Und dann haben wir hier jetzt natürlich viel Platz, Entwicklung und so weiter, die haben wir jetzt mal ausgelassen, weil das uns jetzt nicht so interessierte. Und Brecht ist dann gewissermaßen ja, der gegen Aristoteles, der eben die statt Illusion eben Vernunft und Dürrenmatt ist dann derjenige, der einfach sagt, die Welt ist ein Chaos, da hilft auch das Denken nicht. Bei den Physikern sieht man das ja, alles, was er sich ausgedacht hat, der Möbius klappt ja nachher, weil der Zufall eingreift. Und hier in der Postmoderne heißt dabei so viel wie, man richtet sich gegen alle diese Richtungen hier, die überhaupt der Welt noch Sinn geben wollen. Das ist nicht mehr die Vorstellung vom Theater. Wie immer legen wir die Dokumentation hier ab. Ne? Niemand muss sich hier diese komplizierte URL hier abschreiben oder so, die werden wir hier entsprechend unterbringen in den Infos. Dort eventuell auch Korrigierung von Fehlern, die vielleicht da sind. Aktualisierungen finden Sie alle auf dieser entsprechenden Seite. Und das ist hier natürlich nur ein Beispiel, um zu zeigen, hier geht es eigentlich nur um diesen Punkt. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal schnell durchblicken abonniert. Denn vielleicht ist das nächste Video ja auch wieder interessant und vielleicht schaffen wir es ja sogar, eine Kurzfassung noch zu machen, eine Light-Version oder eben auch wie zum epischen Theater noch ein genaueres Eingehen auf die anderen Theaterepochen. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Erfolg und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Video wieder abruft.